Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Karmesin. Wir haben jetzt jeweils noch eine Unterrichtseinheit in jedem Kurs, bevor es dann zur Abschlussprüfung geht. Also dann. Wie schön, euch wieder frisch und munter hier zu sehen. Und in unserer letzten Stunde haben wir uns anhand von Genauigkeit mit Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeit ist schon eine interessante Angelegenheit. Wusstet ihr, dass in einer Klasse von 40 Schülern eine Wahrscheinlichkeit von 90% besteht, dass zwei von ihnen am gleichen Tag Geburtstag haben? Und das, obwohl ein Jahr mehr als 300 Tage hat, kaum zu fassen, oder? In meinem Unterricht habe ich euch hier vor allem beigebracht, wie sich Schaden berechnen lässt. Dabei ging es um die Wechselwirkung zwischen den Typen Volltreffer, die Erhöhung von Statuswerten und so. All diese Parameter werden miteinander multipliziert, um den Schaden zu berechnen, der die KP eines Gegners mindert. Der Schaden einer Attacke kann allerdings auf eine noch viel einfache Art und Weise erhöht werden. Und müssen wir darauf achten, dass der Typ von Attacke und Pokémon übereinstimmt. Wenn ein Pokémon von Typ Gestein ist, die Attacke Gesteinkante einsetzt, wird ihre Stärke von 100 mit 1,5 multipliziert und steigt auf 150. Man könnte fälschlicherweise annehmen, dass der Typ Boden dem Typ Gestein ähnelt und somit die gleiche Wirkung erzielt. Aber wenn ein Pokémon von Typ Boden Steinkante einsetzt, bleibt die Stärke der Attacke bei 100. Da sehr effektive Attacken und Volltreffer ihrerseits als Multiplikatoren mit diesem Wert verrichtet werden, sollte man ihn keineswegs unterschätzen. Aha. Hier eine kleine Frage, um zu sehen, ob ihr so weit gekommen seid. Angenommen, eine Attacke hat die Stärke 100 und ein Pokémon desselben Typs wie die Attacke trifft damit einen Gegner, der schwach gegenüber diesem Typ ist. Wie hoch ist denn ihre Stärke? 200? Na dran! Das war nur den Multiplikator von 2 berücksichtigt, der sich durch die gegnerische Typenschwäche ergibt. Weil der Typ des Pokémon und der Typ, der von ihm eingesetzt hat, übereinstimmen, kommen wir durch den Multiplikator von 1,5 auf schon mal auf 150. Dazu kommt, dass das gegnerische Pokémon schwach gegenüber dem eingesetzten Typ ist. Der Multiplikator von 2 macht aus der Attacke 150, somit 300. Die ursprüngliche Stärke der Attacke hat sie also sage und schreibe verdreifacht. Nimmt das Pokémon nun noch einen Terra-Typ an, der sich mit seinem ursprünglichen Typ deckt, steigt der Multiplikator bei Einsatz einer Attacke desselben Typs von 1,5 auf 2. Selbstverständlich ist es auch super, Attacken für völlig unterschiedliche Typen einsetzen zu können. Auf diese Weise lässt sich so mancher Gegner überrumpeln. Eines dürft ihr aber nie vergessen, das gilt sowohl für Menschen als auch für Pokémon. Letzten Endes ist es die eigene Persönlichkeit, die eure Kräfte wirklich zur Geltung bringt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch das zu Herzen nehmen könntet. Entschuldigt, dass ich euch erst am Ende des Kurses einen so elementaren Ratschlag mit auf den Weg gebe. Okay. Beim nächsten Mal wird dann die Abschlussprüfung fällig. Natürlich, lass uns rein. Hallo meine lieben Kursteilnehmer, geht es euch alles gut? Heute ist unsere letzte Stunde, also gebt noch mal alles. Are you ready? Yes! Das ist Musik in meinen Ohren, so gefällt mir das. Auch dieses Mal geht es wieder weiter mit Übung zum Verständnis. Vamos! Na dann, lass uns direkt los ins Sweet Pikachu. Das ist die letzte Übung.
Teile uns mit, was für ein Gefühl du gerade empfindest. Peace. Tschu. Ach, da schwappen die Emotionen ja beinahe auf uns über. Welches Gefühl? Okay. Das war nicht alles zur Wand, sogar. Triss, richtig. Hört euch seinen Ruf noch einmal genau an. So klingt Pikachu, wenn er sich freut, da tanzt man doch schon fast selbst vor Freude, oder? Heute hat Pikachu euch nichts vorgespielt, seine Freude war echt. Es hat ihm Spaß gemacht, mit euch an diesem Kurs teilzunehmen. Ja, es hat euch kennengelernt und gemeinsam mit euch Neues gelernt. Und an dieser Stelle ein letzter Tipp von mir an euch. In Zukunft werdet ihr sicher viele Dinge erleben, die euch wütend oder traurig machen. Im Leben geht es auf und ab, genau wie auf einer Achterbahn. Doch am Ende wartet immer Freude auf euch. Also geht auch durch schwere Zeiten mit einem Lächeln auf den Lippen. Wenn ihr euch in einer Situation befindet, die ihr alleine nicht bewältigen könnt, dann vertraut euch jemand an, egal ob Lehrerin, Familie oder Freunde. In dieser Stunde findet die Abschlussprüfung statt. Seht zu, dass ihr alles wiederholt. Okay. Na dann. Und willkommen zur letzten Stunde meines Kampftrainings. Ich kann mich stolz behaupten, dass ihr euch alle mittlerweile ein umfangreiches Wissen über Kämpfe angeeignet habt. Es gibt nicht mehr viel, das ich euch doch beibringen könnte. Aber noch können wir gemeinsam noch nach höherem streben. Heute sprechen wir über die Regeln, die während Link-Kämpfen gelten. Wenn zwei Trainer an Link-Kämpfen teilnehmen, können sie entweder einen Einzelkampf oder einen Doppelkampf austragen. Sollten sich sogar vier Trainer zusammenfinden, steht ihnen der Multikampf zur Auswahl. Während eurer freien Projektarbeit könnt ihr Kämpfe mit unterschiedlich vielen starken Pokémon austragen, frei nach Lust und Laune. Aber Link-Kämpfe unterliegen speziellen Kampfregeln, die ihr euch merken solltet. Unter anderem betreffen sie die Level der teilnehmenden Pokémon. Hat ein Kampf keine Einschränkung, bleiben die Level und die Level-Teilnehmenden der Pokémon so, wie sie sind. Außerdem können sich innerhalb eines Teams mehrere Pokémon derselben Art befinden und mehrere Exemplare des gleichen Items können getragen werden. Bei Kämpfen mit normalen Regeln treten alle Pokémon auf Level 50 gegeneinander an, ungeachtet ihres tatsächlichen Levels. Pokémon mit niedrigem Level werden dementsprechend auf Level 50 hochgestuft und können zeigen, was sie wirklich drauf haben. Auch mit diesen Kampfregeln sind identische Pokémon-Arten und digitalen Items erlaubt. Das Tolle an normalen Regeln ist also, dass all eure Pokémon eine realistische Chance haben, solange sie über gute Attacken verfügen. Zu guter Letzt werden da noch Kämpfe mit strengen Regeln. Bei diesen werden Pokémon über Level 50 auf Level 50 herabgestuft. Alle anderen behalten ihre Level bei. Bei diesen Regeln kommt es am meisten auf die Kampfstrategien an. Außerdem verbieten sie, dass in einem Team mehrere Pokémon derselben Art sowie identische getragene Items erhalten sind. Nun gut, beantwortet mir mal folgende Frage. Welche Regeln wählt man, wenn man bewusst ein Pokémon mit einem niedrigen Level einsetzen möchte? Normale oder strenge Regeln? Normale?
wird das auch bei Strengrien? Wenn man aus strategischen Gründen ein Pokémon auf der Firma antreten lassen möchte, dann sollte man die strengen Regeln auswählen. Allerdings steht einem natürlich auch die Option keine Einschränkung auf. Dann darf man beliebig mit Pokémon alle Level und mit jeder Art von getanen Items antreten. Die Kampfregeln eignen sich bestens für zwanglose Duelle unter Freunden. Fassen wir noch einmal zusammen. Mit normalen Regeln kämpfen alle Pokémon auf Level 50. Mit den strengen Regeln können auch Pokémon auf niedrigen Level antreten. Achso. Wählt die Regeln aus, die am besten zu euch passen. Dann hat sie ein bisschen dumm. Oder vielleicht habe ich auch, ist auch einfach blöd verstanden. Okay. Natürlich. Ja, ich komme gut voran. Vielleicht kann ich danach noch ein bisschen die Schule begutachten. Willkommen zur heutigen Stunde. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Auch unsere gemeinsame Zeit saust nur so vorbei. Dies ist bereits unsere letzte Stunde. Was ich euch heute beibringen werde, mag auf die ersten Blick wenig mit Kunst zu tun haben. Jedoch lässt sich nicht so leicht definieren, was als Kunst zählt und was nicht. Macht euch darüber also erstmal keinen Gedanken. Heute werdet ihr etwas über Bänder und Zeichen lernen. Sowohl Bänder als auch Zeichen sind wie Auszeichnungen für Pokémon. Wenn ein Pokémon besonders gute Arbeit leistet oder besondere Erfahrungen sammelt, dann kann es als Anerkennung dafür ein Band erhalten. Ein Pokémon, mit dem du besonders eng befreundet bist, kann zum Beispiel ein Zugtraulichkeitsband erhalten. In Garafosa City gibt es jemanden, der diese Bänder verteilt. Bei Zeichen sieht das Ganze etwas anders aus. Sie sind bereits am Pokémon zu finden, wenn man ihnen zum ersten Mal begegnet. Das Raufbeutzeichen und das Elanzeichen etwa zeugen vom Wesen eines Pokémon. Ob ihr ein Pokémon mit einem Zeichen begegnet, ist reine Glückssache. Ihr könnt euch also sehr glücklich schätzen, wenn ihr ein Pokémon mit einem Zeichen fangt. Und wisst ihr, was ihr mit Pokémon, die Bänder oder Zeichen haben, machen könnt? Man kann die... Richtig! Du bist gut informiert, Sora. Pokémon mit Bändern oder Zeichen können mit einem Titel in den Kampf geschickt werden. Angenommen, ihr habt einen Kaumannhab mit einem Zutraulichkeitsband. Dann könntet ihr es zum Beispiel so in den Kampf schicken. Los, Herzensfreund, Kaumannhab. Aha, sowas, was also Arcani hat. Arki. Es scheint allerdings, dass Pokémon in letzter Zeit auch durch ihre Leistung bestimmte Zeichen erhalten können. Das Gourmetzeichen, das Aufsammlerzeichen, das Partnerzeichen und unzählige weitere. Der Name eines Zeichens ist oft ein guter erster Anhaltspunkt, um herauszufinden, wofür es steht. Damit endet unsere letzte Stunde. Gut, dann gehen wir nochmal in uns. Und dann werden wir die Abschlussprüfung auch bestehen. Ein Glück dauern diese Prüfungen nicht lange. Gut, dann wollen wir doch mal mit unserer Abschlussprüfung beginnen. Gewiss werden euch die tollen Erinnerungen an meinen Unterricht dabei eine große Hilfe sein. Oh!
Dir stehen 3000 Pokédollar zur Verfügung. Ein Superball kostet 600 Pokédollar. Wie viele Bälle bekommst du? Fünf. Eine Attacke von Typ Wasser. Mit einer Stärke von 100 trifft ein Pflanzen-Pokémon und landet einen Volltreffer. Von 70. Glaube ich. Wie hoch ist die reguläre Wahrscheinlichkeit, mit Steinkante einen Volltreffer zu landen? Wie hoch ist da die Volltrefferquote? Der zweimalige Einsatz von Schwerttanz erhöht den Angriff um 4 Stufen. Was geschieht nun mit dem durch die Attacke verursachten Schaden? Wie hoch ist der Multiplikator für die Stärke einer Gesteinsattacke, wenn sie von einem Gesteins-Pokémon eingesetzt wird, das den Terra-Typ Gestein hat? Dann wird nochmal der Multiplikator des Typen Terra 2. Also wenn ich mindestens 4 Antworten richtig habe, dann bin ich schon zufrieden. Und wow! Bestanden ist bestanden. Na denn. Endlich ist der große Tag des Kräftemessens gekommen. Zeit für die Abschlussprüfung. Mit welchen Anfeuern erhöht man bei einem Terra-Raid Angriff und Spezialangriff? Das wäre natürlich jetzt auch was Geiles, ne? Wie nennt man es, wenn Pokémon mit der R-Taste in den Kampf geschickt werden? Autokampf. Was muss man tun, um LP zu erhalten? Materialien tauschen. Oder Hacking betreiben. Welchen Level erhalten Pokémon mit so hohem Level bei Link-Kämpfen mit strengen Regeln? Dürfen bei Link-Kämpfen mit normalen Regeln in einem Team identische Pokémon-Arten und identischen Trainingsregeln? Ja, glaub schon. Na dann, ich bin auf meine Punktzahl gespannt. Ne? Nice. Ich glaube, den Sprachkurs mache ich zuletzt. Genau, fangen wir gleich an. Fertig? Los. Wie heißt das Lokal, in dem man den Terra-Typ als Pokémon erinnern kann? Schatzstube. Obwohl Schatzstube ist auch ein geiler Name.
Wie heißt das Meisterwerk des Künstlers Cold Zoo, das wir im Unterricht besprochen haben? Von Flora am Wendepunkt. Wie viele Wasserfälle gibt es unter den 10 Wundern Paldeas? 2. Was ist der Name eines berühmten Anblicks, der zu den 10 Wundern Paldeas gehört? Vermanka Lichtermeer, glaube ich. Hat ein Pokémon kein Zeichen, wenn du ihm begegnest, kann es auch später keins erhalten? Falsch. Na dann. Ich bin gespannt auf mein Ergebnis. Ich möchte in der Welt der Pokémon leben, ganz ehrlich. Die Prüfungen sind ja viel einfacher als andere. So, eine Abschlussprüfung steht uns noch bevor, und zwar der im Sprachkurs. Und dann wollen wir auch diese 5 Fragen beantworten. Willkommen zur Abschlussprüfung. Es ist Zeit, euer Wissen auf die Probe zu stellen. Keep cool und legt euch ins Zeug. Let's begin. Welches der folgenden Wörter bedeutet lecker? Delicious. Was bedeutet die Ausdrücke I love you und J-Time? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich kann kein Französisch. Freude. Der Lehrer dieses tollen Sprachkurses heißt Salvatore. Salamibrot, Sahnetorte. Time is up, die Prüfung ist vorbei. Lass die Stifte fallen. Die letzte Aufgabe konntet ihr doch bestimmt wieder ganz entspannt lösen, oder? Gut Job, alle zusammen. Das Ergebnis könnt ihr in ein paar abholen. Bekomme ich eigentlich irgendwas Besonderes davon, wenn ich jetzt diese ganzen Kurse abgelegt habe? Okay, das mit dem Zuhören von Pikachu war ein bisschen... Oh! Dafür soll ich dir vom Direktor... Klar will das hier überreichen, bitte sehr. 5 EP Pokémon, ey. Cool. Jetzt kannst du dich voll und ganz auf deine freie Projektarbeit konzentrieren. Die Schätze sind. Pass gut auf dich auf. Jawoll. Das hier nochmal. Wir besuchen jetzt nochmal die Lehrer, die wir hatten. Und dann beenden wir auch die Folge. Na, wenn das nicht so ist. Sag mal, durfte ich dich etwas fragen? Findest du meinen Unterricht schwierig? Nö, er ist genau richtig. Das freut mich zu hören. Ach, sogar, das fällt mir ein. Wenn ich mich nicht irre, hast du es dir zum Ziel gesetzt, als Teil deiner Schatzsuche die Arena in Angriff zu nehmen. Dann begeistern also Pokémon-Kämpfe nicht, gell? Ja. Wenn man etwas gerne macht, wird man auch gut darin. Du bist bestimmt sehr stark. Entschuldige, dass ich dir aus heiterem Himmel so seltsame Fragen stelle. In letzter Zeit denke ich oft über die wahre Bedeutung von Stärke nach. Danke, dass du mir deine Meinung mitgeteilt hast, sogar. Okay. Da sind noch mal beide. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Fangen wir hier an.
Oh, hallo Sucher. Hast du eine Frage zu meinem Unterricht? Nö, aber eigentlich alles soweit verstanden. Ja, es freut mich, dass mein Unterricht für dich selbstverständlich war. Dann kannst du doch bestimmt die folgende Frage beantworten. Flug-Pokémon haben eine Schwäche gegenüber dem Typ Gestein. Was passiert also mit dem Schaden einer Gesteinsattacke, die einen Flug-Pokémon trifft? Er verdoppelt sich? Ganz genau, der Schaden wird verdoppelt. Senora Candela, Senor. Da ist aber jemand Energie geladen. Doch du musst warten, bis du an der Reihe bist. Ich kann mich schließlich nicht zweiteilen. Stimmt es, dass sie mal eine Arena-Leiterin waren, Senora Candela? Oh, und wie das stimmt. Ich bin nämlich eine ziemlich starke Trainerin, weißt du? Oh, und warum haben sie aufgehört? Ich glaube, das verrate ich nur Brachenschülern, die warten, bis sie an der Reihe sind. Ja, dann warte ich. Das kann ich nämlich. Entschuldige, wir unterbrechen sogar. Wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit zu mir kommen. Gut zu wissen. Ah, Sura. Es gibt da eine Angelegenheit, in der ich deine Hilfe benötige. Meine Hilfe? Ich möchte das eigentlich lieber nicht allzu laut sagen, aber in Padea soll es irgendwo ein unfassbar süßes Gewürz geben. Ich würde zu gerne selbst in den Genuss dieser köstlichen Süße kommen. Außer dir weiß ja niemand, was für eine riesige Naschkatze ich bin. Du bist also meine einzige Hoffnung. Würde meine Schüler herausfinden, dass ich mich selbst auf die Suche nach dem Gewürz begeben würde, würde das ihre Illusion zerstören. Ich werde mich natürlich auch erkenntlich zeigen. Überleg es dir und sag mir dann Bescheid. In der Zwischenzeit werde ich nach Informationen zu diesem unfassbar süßen Gewürz suchen. Sobald ich etwas dazu herausgefunden habe, werde ich meine Erkenntnisse mit dir teilen. Vielleicht eines dieser Geheimgewürze? Oh, hey, Sura. Bist du etwa den ganzen Weg zum Lehrerzimmer gekommen, um mich zu sehen? Ja. Sieht aus, als hätte ich es endlich geschafft, mich bei meinen Schülern beliebt zu machen. Ich bin so very happy. Wie ich schon im Unterricht immer sage, Kommunikation ist das Wichtigste. Wenn du etwas im Unterricht nicht verstehst oder wenn du Probleme an der Akademie hast, just tell me. Ihr Schüler könnt immer auf mich zählen. Oh, allerdings sollten wir den Rest der Lehre wohl auf das nächste Mal verschieben. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, auch gerne einen netten Kommentar, würde mich riesig freuen. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet und euch die Videos gefallen, könnt ihr mich gerne mit einem Abo auf den Kanal unterstützen. Vergesst dabei allerdings nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Links kommt ihr wie üblicherweise immer zum nächsten Video, was YouTube euch vorschlägt. Und rechts ist die Playlist zu Pokémon Karmesin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.